Oh, Happy Valentine. Oh. Und hast du schon was besorgt? Ein paar Blümchen vielleicht? Oh, guck mal hier. Oh. Ah. Oder irgendeinen anderen Liebesbeweis? Ja. Und wenn da gar keiner ist, dem du etwas deine Liebe beweisen kannst, zeigen kannst, ja, da bleibst du selber und dir selber ein bisschen Liebe schenken. Liebevoll zu dir sein heute, das wäre doch mal was. Wirklich liebevoll Kommentare in den Kopf geben und sagen, so, Mensch, Christoph, ja, das hat nicht ganz geklappt. Oder Mensch, so und so natürlich deinen Namen einsetzen. Aber hey, du bist ja erstmal in Ordnung, so wie du bist. Und das ist eben ja schiefgelaufen. Und jetzt darfst du es nochmal probieren. Alles gut. Come on. Ich hab dich lieb. Von innen heraus diese Liebe für sich selber spüren. Und dann ist es ja auch einfacher, diese Liebe auszustrahlen. Ja. Ja. Und dann braucht es eben all diese Geschenke nicht unbedingt, weil du vielleicht in Hektik warst und gar nicht dran gedacht hast. Und dann stellst du zu Hause fest, oh, es ist Valentinstag und ich habe keine Blumen, kein Herz, kein nichts. Aber ich habe meine Liebe für dich. Ja, und verzeih mir, dass ich da jetzt nicht dran gedacht habe. Und ja, natürlich kann man sich jetzt aufregen darüber, dass da eben ein extra Tag kreiert worden ist. Vielleicht ist es ganz gut und hilfreich für die eine, den anderen einfach mal daran erinnert zu werden, dass da ja die Liebe doch vielleicht auch gerne noch mal so ein sichtbares Zeichen hätte. Und wenn du halt dich liebevoll um den Partner, die Partnerin kümmerst. Ihr, ja, ein aufrichtiges Lächeln schenkst, sie in den Arm nimmst, ihn in den Arm nimmst. Ja, und wenn du in der Nähe von Köln wohnst, dann schau doch mal, ob du heute Nachmittag auf der Domplatte vorbeikommst. Da werde ich und auch andere entsprechend Umarmung anbieten. Ja, für alle, die ja vielleicht speziell heute eine Umarmung brauchen. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Tschüss.